willkommen heute zur großen Montagsveranstaltung eurer Oelsnitzer Karnevalsvereinigung. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr mit uns heute Abend bis in die frühen Morgenstunden feiern wollt. Thomas? Eine besondere Tradition ist es ja zum Rosenmontag hier im Marschwitzer, dass neben ganz, ganz, ganz vielen tollen Gästen natürlich auch viele Vereine hier sind, die sich hier bei uns die Ehre geben. So, bevor wir aber anfangen, würde ich sagen, wir üben mal unseren Schlachtruf hier bei der Oelsnitzer Karnevalsvereinigung. So, was ihr bitte noch könnt, jetzt macht mal alle mit. OCV! Ja! Oelsnitz! OCV! Ja! Das war ja schon mal nicht schlecht. So, die Leute, dann fangen wir einfach mal an und begrüßen mal die Leute, die hier sind. So, gehen wir zuerst. Wir sind in Oelsnitz, wir gehen nach Oelsnitz, wir gehen nach Oberoelsnitz. Und zwar zu der Oberoelsnitzer Karnevalsverein. So, jetzt kommt ihr wieder. Wie ist euer Schlachtruf? Ich sag's an. OOCV? Ja! Jetzt wollen wir es aber auch sehen. Kommt hinter das Bier. So, und dann haben wir natürlich auch ganz, ganz nette Leute bei uns noch aus dem Ort. Die Neuwürschnitzner Karnevalsverein. Wo ist denn der? Da hinten seid ihr in der Ecke. So, euer Schlachtruf. NCV! NCV! So, jetzt hier nochmal. NCV! Herzlich willkommen hier in Oelsnitz im Marschwitzer. So, kommen wir zu der Karnevalsvereinigung Stolberg. Oh, aha, ja, ja. Hallo, nur Frauen hier, keine Männer. Ihr habt auch eine Männerausgabe. Okay, so, euer Schlachtruf lautet Stolperberg. Hello! Geht's noch weiter? Stolperberg! Hello! So, das war Frauenpower pur. Ja, typisch für dich, die Frauen bekommst du mit die Schönsten, aber das macht nichts, denn Hermsdorf ist irgendwie nicht da, oder? Hermsdorf, ja. Seid ihr irgendwo? Ne, leider nicht. Gut, dann Dirk, mach du den nächsten weiter. Sehr schade. Okay, dann kommen wir zu dem Karnevalsclub Rot-Weiß Hohenstein-Ernsthal, genannt auch OWH. Wo seid ihr? Da. So. Euer Schlachtruf lautet Trat. Draht? Draht? Sehr schön. So, wer da noch ganz aus der Nähe hier ist, und zwar dort, wo mein Lieblingsbier herkommt, aus Gersdorf. Der Gersdorfer Faschingsclub ist der hier irgendwo. Hier vorne seid ihr. Also, ihr habt mit Abstand das geilste Bier. Bubi Helles ist total mein Favorit. Und deswegen, ihr habt einen Schlachtruf, und zwar GFK! Ja. GFK! Ja. Herzlich willkommen hier in Oelsnitz. So, kommen wir jetzt zu dem Nächsten, auch nicht weit von hier. Heinrichsordner Karnevalsverein, wo seid ihr? Da, ach, das sind ja nur Männer, also ihr könnt euch jetzt... Ach, Entschuldigung, Gott. Naja, aber fast nur Männer. So, euer Schlachtruf lautet Maus. Huber. Maus. Huber. Maus. Huber. Willkommen in Oelsnitz. So, und last but not least gibt es natürlich einen Ort, der ganz bei uns in der Nähe ist, im Weißen Lamm. Da feiern Sie Ihre Karnevalsveranstaltung. Das ist der Hohendorfer Karnevalsverein. Wo seid ihr? Wo? Oh, hier vorne. So, ihr habt auch einen eigenen HCV. Ja! Ein dreiwortendes HCV. Ja! HCV. Ja! Hohendorf. Mahlzeit. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. So, haben wir irgendjemand vergessen? Ich habe irgendwas von Oberlümmitz vorhin noch gelesen. Ist da jemand da? Nein. Irgendjemand vergessen? Euch habe ich vergessen. So, ich komme mal zu euch. Ihr steht leider nicht auf unserem Zettel. So, wer seid ihr? Oberlümmitz. So, ihr habt einen eigenen Schlachtruf. Wie ist der? OKV. 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 Sensationell. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen hier in Oelsnitz im Marschwitzer. So, jetzt haben wir hoffentlich alle begrüßt. Auch den Sebastian, der hier nochmal schnell über die Tanzfläche schrubbt. Also, herzlich willkommen und ganz, ganz viel Spaß mit eurer Oelsnitzer Karnevalsvereinigung, mit dem Superprogramm. Wie habe ich schon gesagt, das Kulturprogramm. Also, herzlich willkommen und ganz viel
viel Spaß mit dem Programm eurer